mal die Strähne aus dem Gesicht wischen. So, auf geht's. Ich weiß, dass viele gerade die Hand unter die Bettdecke gesteckt haben. Mit dem X-Code. So, wir machen uns bereit für Kobbel. Rein in die Partie. Virtus Pro auf der CT-Seite. Also eigentlich die angenehmere für viele Teams, auch wenn Kobbel eher die Map ist, wo man T-Runden vermuten kann. Spielen noch viele Leute, wenn sie die Wahl haben, lieber auf der CT-Seite. Und Vigo. Pascha sitzt halt direkt wieder in dem Eck hinten. Das ist gecheckt worden, aber da kam noch mal eine Flash. Das sah nach Team Flash aus. Pascha kann keinen Kill machen. Aber zumindest die Yali mit einem. Ist immer noch eine Überzahl. Die kann Tess ausgleichen. Neo kriegt auch noch mal einen Headshot. 6 HP, da geht man noch einen Schritt zurück. Aber Tess wieder dabei. Ne, es war noch der Kill von vorher. Tess. Ja, Snacks hinterher, aber auch der wird gerefragt. Spannendes Ding. Bis jetzt Tess gefunden worden. Neo mit 6 HP und dem Diffuse Kit. Kann es klatschen. Da ist er im Dropper gefunden worden. Und da ist der Headshot. Oh, aber Doja zielt ihn an. Einmal zwischen den Strähnen durchgeschaut zum 1:0 für Gambit Gaming. Oha, also, wenn das in 6 HP noch geklatscht hätte, ja, dann hätte es natürlich richtig wehgetan. Ja, das war ein großes Aim-Duell, was wir da gerade gesehen haben, mehr oder weniger. Hat sich eigentlich nur vorgearbeitet und dann am Ende ohne große Ambitionen auf Bombplants oder sowas zu gehen. Schön raus ins Aim-Duell. Und das von Gambit ist interessant. Wir haben 3 MAC-10s am Start. Da geht man wahrscheinlich wieder davon aus, dass Virtus Pro ihr patentiertes Granat-Setup ohne Rüstung ins Spiel. Und sie sind halbwegs zumindest dafür auch belohnt worden. Maschinen gut raus, Snacks. Und ich glaube, Snacks würde jetzt am liebsten Kill in die Konsole geben, damit er nicht noch von den SMGs überrannt wird. Ja, und damit noch extra Geld in die Taschen von Gambit spült. Der kam nicht mal zum Verschieben, so schnell waren die auf B drauf. War wahrscheinlich mit der Diegel vorne im Seitengang. Ich habe jetzt leider nicht ganz drauf geachtet. Klar, kannst mit der Waffe natürlich auch einen guten One-Shot geben, wenn du einmal rumpiekst. Ähnlich wie man das mit der AWP macht. Ja, und Gambit. Eine MAC-10 verloren. So, hier wird auch nochmal geschaut, dass sich da niemand versteckt hat. Randale am B-Spot. Das kann ein Blumenkübel sitzen, ja, oder was? Wer ist denn klein es genug? Es gibt viele, die, also klar, bei einer Standarddeckung, da wirklich sich hinten dran setzen und diesen Blumenkübel so halb unter dem Blumenkübel runter durchschauen. Ah, einziges Problem ist, dass der aus der Distanz nicht so gut gerendert wird. Das heißt, wenn man, ja, wenn der Gegner zu weit weg ist, dann ist es ihm egal. Richtig. Das ist auch etwas, was man langsam mal fixen könnte. So ganz klein bisschen. Oder einfach weg damit. Mach doch weg, die Blumenkübel, Mensch. Aber sind die Details raus? Ja, die kann man doch auch woanders hinstellen. Die Details. Dass sie nicht mehr so nerven. 2:0 für Gambit Gaming und ich habe ja schon Hoffnung. Ja. Wir haben ja gerade ein Update bekommen, wo sie einen Balken entfernt haben. Ja. Der nervt. Oder genervt. Die Details. Boah, das war ja direkt wieder drin. Wenn wir jetzt alle 5 Wochen so ein Update bekommen, was ein Detail entfernt, dann haben wir irgendwann ein gutes Spiel. Ich glaube, bevor sie die Details entfernen sollten, sollten sie die Smokes fixen. Naja, aber das ist ja was Großes. Ach, das gibt's so ja nicht. Okay, kommt das dann mit der nächsten Operation? Komm mit Source 2. Vielleicht kriegen wir bei der, wenn sie den Port auf die Source 2 Engine machen, so richtig, vielleicht kriegen wir dann volumetrische Rauchgranaten, boah, oder so und dann wäre die Sache geritzt. Ja. Vielleicht. Jetzt verlangt man nicht zu viel hier von Lockgeben. Ja, dann brauchst du, also dann musst du aber mindestens ein aus der 7000er Reihe i7 haben oder so, damit, ja, das Ding läuft. Ja, wäre ich schon gerippt, ne? Ja, also bei mir auf dem 4570 100% CPU-Auslastung sind keine Seltenheit. Ja. Kümmern wir uns mal kurz um die Runde, denn eine interessante Sache haben wir. Einerseits Snacks an der AWP, der an A steht, und wir haben Hobbit immer noch an der MAC-10, den man hier gut zum Scouten einsetzen kann. Der ist auch schon unten in den Dropper geschickt worden. Jetzt bekommt er noch ein bisschen Unterstützung von Zeus. Noch ist die Bombe aber nicht auf dem Rücken, also es wird noch ein paar Sekunden dauern, bis es hier zum Execute kommt. Da können wir mal schauen, wie steht denn eigentlich Virtus Pro. Tess am Fenster, da ist der erste Contact. Und jetzt auch die Bombe unterwegs Richtung Titanic. Oh, sie stehen so gut für den Execute auf dem Base-Spot. Da muss man jetzt den Dropper pushen, das ist extrem wichtig. Bialy verliert gegen die
Mac-10, aber jetzt ist zumindest Dropper frei. Das heißt, man kann sich hier vernünftig um den Spot kümmern. Neo steht ziemlich dicht dran. Kein Problem für Dozier. Rupft ihn in Stücke. Und es ist Snacks im 1 gegen 3. Wir haben es vorhin gesehen, der Klatschmeister. Aber der gibt sich jetzt hier auch geschlagen, wie es aussieht. Wobei er ziemlich schnell die Beine in der Hand hat. Naja, ja, wäre zu viel verlangt, ihn da noch in den Retake zu schicken. Ja. Ja, der will jetzt oben in den Turm, zündet sich noch schön den Ofen an, bis die Runde dann vorbei ist und... Snacks Punzel, oder so? Snacks Punzel. Snacks Punzel, Snacks Punzel, Snacks Punzel, lass dein Haar herunter. So, und... Gambit war auch schon auf der Jagd, aber sie checken jetzt nochmal ganz genau, ob er sich irgendwo im Seitengang aufhält, also... Woran ist es jetzt gescheitert? Also, ich glaube, Hobbit hat nochmal einen ziemlichen Überraschungseffekt gehabt, dass der noch im Dropper ist. Jetzt nicht unbedingt, also einen Kill gemacht, aber ich glaube, genau das war das Zeitfenster, in dem Gambit halt auch von der Titanic runter ist und dann schon im Nahkampf war. Und da war halt, ich weiß nicht genau, wer es war, stand dann vorne am Spot und dachte, er kann nochmal hinten dran zielen, also Richtung Titanic zielen und war überrascht, dass der Gegner halt direkt vor ihm steht. Also hier haben wir wieder ein sehr schönes Zusammenspiel von Gambit einfach gehabt, was so die Timings angeht. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum wird das Drone nicht... Also sie haben... Es hat zu viel Schaden am Dropper gegeben von den SMGs, ganz klar. Ja. Aber warum hat Neo sich zum Beispiel nicht einfach zurückgezogen, nachdem der Frag gefallen ist? Weil dann musste er keine Angst mehr haben, dass er von der Seite gepickt wird. Ja. Hätte man vielleicht mehr Chancen gehabt. Stattdessen ist er in die Offensive gegangen, als wenn er noch jemanden im Rücken hätte. Aber nur gut. Sieht so aus, als ob sie hier nochmal Richtung B gehen wollen. Es gibt nur die Arme von Snacks. Ob die sie retten kann, der muss sich jetzt erstmal auf den Weg machen. War noch drüben auf dem A-Spot. Adrian. Je länger es dauert, desto mehr Chance hat Snacks vielleicht. Ja, aber... Nein. Schöner Shot. Es sind halt Millisekunden, in denen hier 3 Kills fallen und... Ja, Snacks kann wieder nichts anderes machen, als sich hier zurückzuziehen. Wo auch immer die Smoke weit weg sollte. Weit weg, dass sie irgendwo aufgeht. Ja, aber ich glaube, die geht irgendwo auf, wo sie halt niemand finden hat nicht mal kann. Gehört. Also Nummer 1. Schräge Adrian. Zack. Starke Runde von ihm. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, hat Gambit hier jetzt 4 Waffen durchgebracht. Und das bedeutet halt auch wieder ziemlich viel Geld, was sie da zurücklegen können. Ja, sehen wir hier. Das sind locker 2-3 Runden, die man da durchkaufen kann. Wenn man denn hier jetzt verlieren sollte. Und die Umstellung von Virtus Pro geht auf die Doppel-AWP. Und das jetzt natürlich die Frage. Wir haben Pascha, der wahrscheinlich mit Richtung B gehen wird. Der positioniert sich erstmal an der Säule. Ist okay, du hast ja 3 verschiedene Möglichkeiten, wenn du am B-Spot mit der AWP stehst. Entweder Titanic direkt anzielen, also hochgehen von der Säule aus. Oder hinten schicken, was die defensivste Position ist. Wenn du an der Säule stehst, bist du halt immer von einer Seite offen, entweder zum Dropper oder halt zur Titanic, da hast du ein bisschen mehr Deckung. Und vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit für Gambit sogar den Spot zu wechseln, aber auch da hat sich Virtus Pro darauf vorbereitet. Sie stehen jetzt schon zu zweit am Seitengang, weil sie auch das Gefühl haben, dass Gambit jetzt zu Runde Nummer 6 anfangen könnte, den anderen Spot anzuspielen. Finde ich ganz interessant. Eigentlich hat Virtus Pro ja... immer recht lange die Rifles noch gespielt und dann später erst im Laufe der CD-Seite so ein bisschen den Weg in Richtung Aave gefunden. Dass man hier so früh die Doppel-AWP anspielt, finde ich eher ungewöhnlich. Aber warum nicht? Das wird unter Umständen Erfolg bringen. Gambit hat noch 40 Sekunden auf der Uhr, also so langsam wird es echt knapp. Molotov oben in den, das muss in den Dropper, das gibt noch Zeit, ja. Zeit zum Verschieben ist da wohl nicht mehr. Molotov-Flash-Kombi. Auch den Molotov müssen sie erst noch abwarten oder halt ein bisschen Schaden in Kauf nehmen. Neo wollte hinten ins Eck rein, steht dann da ohne Deckung. Pascha verschießt seinen ersten Schuss an der Säule, aber Bialy kann von der Seite zumindest einen machen. Hobbit kommt dann aber am Dropper raus und erarbeitet sich den Doppelkill. Und wieder sieht es nicht gut aus für Virtus Pro. Mit dem Frag gegen Test ist es wieder nur noch Snacks. Der hat ein 1 gegen 4 den ersten Kill auch schon gemacht. Ah, dann klappt der No-Scope nicht. Aim-Punch hinterher. Hobbit mit 3 Kills. 6:0 für Gambit. Und das ist jetzt nicht mal irgendwie knapp, die ganzen Runden. Also sie kommen auf den Spot drauf, machen ihre Frags und die Geschichte ist gegessen. Das ist hier gerade alles andere als spannend. Und hier sehen wir nochmal Hobbit. Ja. Der ein Refrag macht und Pascha kann nicht schnell genug reagieren und hier verhindert er mal wieder, dass Snacks safen kann.
Gut. Die Sache ist, ich erinnere an das Spiel gegen die Misfits, mhm, wo das Pro auch am Anfang Probleme hatte, vor allem mit Dropper und B. Das hat man recht deutlich gesehen, dass sie das noch nicht so unter Kontrolle hatten. Und dann so nach und nach lief es dann besser. Deswegen würde ich das jetzt noch nicht überbewerten. Das Pro muss halt nochmal durch die Eco, was sehr unangenehm ist, weil man dann schon 7-0 hinten liegt. Aber ich denke, Gambit darf sich jetzt noch nicht zu sicher sein, dass das hier ein gutes Ergebnis wird. Dann wird das Pro kann jederzeit zurückkommen. Und sobald sie erstmal drin sind, hast du das Gefühl, du hast ein ganz anderes Team vor der Nase. Und sie pieken immer mal wieder. Mau ist da auf jeden Fall schon darauf aufmerksam geworden. Jetzt wieder eine Minute. Gambit spielt halt sehr gechillt Stiefel. Und jetzt aber die Frags halt durch Equipment erarbeitet. Adrian auch noch gut abgezielt. Und jetzt geht man hier langsam vor. Da sind zwar immer noch zwei Spieler, aber wow, Adrian. Was ein Flick gegen Pascha. Bialy kommt da vom Baum nicht mehr weg. Snacks ist zwar schon an A durchgepusht, aber auch hat hier halt wieder so einen unmöglichen Klatsch vor sich. Und Snacks tut mir gerade halt richtig leid, weil der kann nichts dafür, dass die Runden gerade so weggehen. Er hat die Aufgabe, am A-Sport halt Kontrolle zu halten. Kriegt immer wieder mal solche Kills. Könnte jetzt hier versuchen, na, Smoke und AK wieder wegzubringen. Snacks. Oh, wie gut er das ausspielt. Das ist clever. Sie vermuten ihn natürlich weg. Wow. Sehr schön gespielt. Ja. Jetzt macht er sich dann doch aus dem Staub. Das Pokerface von Virtus Pro. Ja, das ist halt auch seine Stärke, den Gegner so ein bisschen auszuspielen, hinters Licht zu führen, halt eben die Erwartungshaltung des Gegners auszunutzen. Er hat nicht damit gerechnet, dass Adrian ihm da von hinten auf den Spot schleicht. Kann man ihm nichts vorwerfen. Und der Sound ist wirklich vertauscht. Jetzt die Frage, ist das von uns? Oder eigentlich, wir haben ja nichts geändert. Ja. Soll ich es drehen? Dürfen wir nur nicht vergessen, es wieder umzudrehen. Ja. Achtung! Jetzt ist alles rechts wahrscheinlich. So, ich müsste das jetzt also gedreht haben. Ja, dürftest du bei dir besser hören? Ich habe hier mein kleines Problem mit dem Sound, aber egal. So, schauen wir mal. Das ist die nächste Waffenrunde von Virtus Pro. Man ist vom Doppel-AWP-Setup weggegangen. Snakes hat die eine AWP weiterhin. Aber Gambit, das sieht am Tempowechsel aus. Wir müssen jetzt hier früher den Frag zu erzwingen, aber das funktioniert nicht. Adrian war da auch sehr alleine. Er hat das Backup gefehlt und Snacks macht seinen Kill an A. Muss natürlich jetzt noch damit rechnen, dass da jemand am Seitengang vorpusht, aber das passiert nicht. Hat das nicht funktioniert, was ich da gerade gemacht habe? Moment. Das ist Mo mit der Arbe. Hobbit. Schöner Frag. findet Neo da. Das sind so kleine Unsicherheiten, die einfach tierische Auswirkungen haben. Das hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie diese Smoke da vorne, die einem natürlich einen Sichtschutz bietet. Oh, sie machen hier einen kleinen Boost. Irgendwie hat er nicht ganz funktioniert. Am Stein steht noch Bialy, da wird verschossen. Bialy mit dem Frag. Man arbeitet sich den Refrag. Oh, da geht Pascha, der will hinterher. Macht auch den Kill. Jetzt ein 1-2 für Hobbit. Der müsste sein 4K machen, um die Runde hier noch zu klatschen. Und er geht gar nicht erst direkt auf den Spot. Er vermutet noch einen Spieler hinten am Chicken Coop. Oh, Smoke nach vorne. Und da hat er hinten Snacks gesehen. Von rechts. Den Spieler weiß er auch. Da geht Chase rum, weil er muss ja zum Defuse gehen. 7-1 die erste Runde. Damit für Virtus Pro. Aber auch hier wieder, ja, viele Spieler verloren. Und Hobbit sogar in einer machbaren Klatsch-Situation. Aber er vermutet den zweiten Spieler halt am Chicken Coop. Und deswegen verliert er dann noch wertvolle Sekunden, weil er das noch abzielt. So, ist halt ganz, ganz wichtig für Virtus Pro hier, dass man jetzt diese Folgerunde holt. Wenn sie das jetzt verlieren, direkt wieder ein Reset, dann steuern wir halt auf eine richtig bittere Halbzeit für die Polen. Pascha. Er kann es gut, um den Gegner rumzulaufen, aber dann macht er immer nur einen Track. Das ist so undankbar irgendwie. Ist ja ganz gut drauf, Adrian. Und der ist übel, denn jetzt hat Neo das kleine Problem, dass er hier von beiden Seiten angreifbar ist. Die Smoke gibt ihm sogar tatsächlich ein bisschen Deckung. Neo, und er bedankt sich dafür. Waffe leer,
Zumindest hat er gecallt, dass der zweite Spieler dahinter den Vierer verschwunden ist. Und es hängt wahrscheinlich alles von Edwin ab, denn den hat bisher keiner gesehen. Zeus braucht sich jetzt dann nicht mehr zu zeigen, bleibt lieber Dev, aber hat sich verschätzt. Und dieses Smoke ist natürlich bitter. Denn Edwin sitzt jetzt da fest. Ich glaube, er wird auch immer wieder abgezielt. Aber er kann natürlich auch am Dropper rauskommen. Er wird irgendwann nach vorne gehen. Ja, Snacks hat den Blick in die Richtung. Das sind nur 9 HP bei Adrian. Also wird auch die USP hier ihr Übriges tun, sofern er den Schuss setzen kann. Und Tess schaut sogar nach hinten. Die Bombe haben sie safe im Blick. Das heißt, von hier hat Tess jetzt auch den Blick Richtung Dropper und Titanic. Alles unter Kontrolle bei Virtus Pro. Und Adrian geht langsam nach vorne und zack, dies ist um ihn geschehen. 7:2, die Folgerunde für Virtus Pro passt, aber wieder 3 Spieler verloren. Wieder kann man hier kein Geld zurücklegen, aber wir halten fest, 2 Runden in Folge bedeutet auch, dass Virtus Pro etwas besser auf den Spielstil von Gambit Gaming klarkommt. Und ein 8:7 ist immer noch im Rahmen des Möglichen für Virtus. Ja, und definitiv, da geht noch einiges, vor allem wenn sie jetzt eben in Schwung bleiben. Snacks versucht weiterhin, die Kontrolle über den Aspot aufrecht zu halten. Er hat Tess noch dabei, der für den Anfang zumindest mitgeht, für den Fall, dass es da zu eventuellen Rushes kommt. Und ich bin mal gespannt, ob Gambit jetzt die Strategie generell ändert. Wir haben jetzt 3 Mann gerade Richtung Aspot geschickt. Baum steht in dem Verbindungsstück zwischen B und A. Also es ist relativ klar, dass es noch nicht entschieden ist, wo es hingehen soll. Wahrscheinlich lässt man das ein bisschen von dieser Seitengang-Aktion hier abhängig machen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass Gambit den A-Spot richtig anspielt. Sie hatten vorher einmal einen Spieler in die Mitte geschickt. Der hat ein Duell gegen Snacks verloren. Sie gehen langsam nach vorne, aber haben natürlich auch auf sich aufmerksam gemacht. Virtus Pro ist jetzt auch am Rotieren, den dritten Spieler Richtung A. Das heißt jetzt die B-Deckung ziemlich porös. Und Gambit hat noch 45 Sekunden, das ist jetzt die Ablenkung von Adrian. Aber wenn er nicht nach vorne geht, sich zeigt und auch kein Duell sucht, dann reicht das nicht, dass da Virtus Pro wirklich 4 Spieler auf den B-Spot schiebt. Aber sie ziehen nochmal zurück. Gambit hat das hier richtig erkannt, dass Virtus Pro wahrscheinlich davon ausgeht, dass es jetzt langsam irgendwann mal Richtung A gehen muss. Und deswegen will Gambit jetzt weiter auf den B-Spot. Das ist riskant, kann aber funktionieren. 20 Sekunden, die Zeit läuft ihnen hier wirklich davon. Hobbit. Er hat richtige Position über den Entries. Jawohl, schöner Shot. Das ist noch einer hinter dem Throne. Den kommt er nicht ran. Neo hat rechtzeitig wieder umgedreht. Neo mit dem dritten. Die Zeit ist abgelaufen. Die Runde ist definitiv vorbei. Neo sieht ihn weglaufen. Und er darf es versuchen gegen Mo. Da kommen so schöne Shots rüber. Neo zerlegt diesen Go. Kleines Mistiming an dieser Stelle hat dazu geführt, dass Neo sich einfach auf den Dropper konzentrieren konnte hinterher. Es war diese eigenartige Smoke, die wir schon das zweite Mal sehen. Hat die Methode? Da ist eine Kante und ich meine auch, dass Hobbit ihn an der Smoke-Kante gesehen hat. Aber er setzt im Spray dann ab, weil er sich nicht sicher ist, ob er wirklich trifft. Und dann kommt das Nachsetzen von Neo und er holt sich dann halt Hobbit ab. Dass Zeus allerdings nicht den Refrag machen kann, ist für mich halt der Fail der Runde dann gewesen. Oder halt, ja, wo es dann halt wirklich gekippt ist. Weil in dem Moment, wo Zeus fällt, ist einerseits die Bombe down. Und da war auch dann auch keine Chance mehr, auf den Spot zu kommen. Die Zeit war ein größerer Feind, als es hier den Anschein hatte. Denn ich glaube, selbst wenn man den Frag gegen Neo gesetzt hätte, wäre man nicht mehr rechtzeitig auf den Spot gekommen, um die Bombe zu legen. Ja, das hätte sofort passieren müssen. Also ja. Hobbit hätte ihn haben müssen. Ja. Dann hätten sie eine Chance gehabt. Tja, da hat man dann halt vom Gedankengang her, wollte man Virtus Pro eben ausspielen. Wollte ihnen da die Infos... Es war ja auch nicht verkehrt. Falsche Infos eigentlich. In den Rachen werfen. Ja, vom Prinzip her nicht. Es hat wie immer in der Ausführung einfach nur gescheitert. Viel oder oftmals gibt es so intelligente Spielzüge, aber es muss natürlich auch funktionieren, so wie man es ausspielt. Und jetzt Snacks, der kann jetzt zeigen, dass er da sein Tontaubenschießen trainiert hat. Headshot gegen Mu und rauf geht's auf die Schräge. Snacks zieht er nochmal an, Test von der Holzwand. Snacks durch die Flash hat er verpasst, dass da schon jemand an der Smoke-Kante steht. Und jetzt muss er sich natürlich selbst irgendwie den Rücken freihalten. Überall um ihn herum fallen seine Mates. Neo kann ihn dann noch ein bisschen decken. Doja hat jetzt aber auch Neo gefunden. Und Snacks dann gerade nur mit dem Anschuss gegen Doja. Er kann es zumindest noch mal rausreißen. Damit haben wir eine One-on-Two-Situation für den X-God. Und der
geht jetzt nochmal Richtung Spot. Die Bombe liegt da auch nebendran. Ja, und da steht dann Pascha schon direkt im Nahkampf mit der P250. Runde Nummer 4 für Virtus Pro. Und das auch in Folge. Somit, ja, wird's. Sieht jetzt eigentlich schon viel, viel besser aus für Virtus Pro, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier ein 7-0 hatten. Das halt wirklich danach aussah, als würde Gambit hier locker drüber fahren. Ja, wie gesagt, man hat das Gefühl, dass Virtus Pro so ein bisschen Zeit zum Warmwerden braucht, ja. Oftmals. Gerade hier mit dem Dropper dann. Trotzdem würde ich sagen, dass Gambit gute Chancen hat über den Dropper. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Hobbit ja unter Umständen Neo fast gepickt hätte. Hätte ein kleines bisschen mehr Sichtfeld gehabt oder einfach ein bisschen mehr Glück vom Winkel her. Dann wäre das ein Pick gegen Neo gewesen. Dann wäre die Runde eben wahrscheinlich nicht an Virtus Pro gegangen davor. Vorletzte. Jawohl. Pascha wollte die Position übernehmen. Kriegt den Kill. Aber er ist natürlich jetzt auch anfällig, gepickt zu werden. Da hinten steht auf der anderen Seite nochmal die AWP. Mu übernimmt das. Zack. Unvorsichtiger Pascha gibt Kill. Aber währenddessen ist das Ganze hin und her gegangen hier. Mo kann auch ansagen, dass im Chicken Coop jetzt tatsächlich jemand steht. Wichtig war auch der Frag gegen von Hobbit im Dropper. Doja halt mit Support. Doja hat noch 79 HP. Es sind immer noch 50 Sekunden. Snacks jetzt schon rüber rotiert. Hat an sich auch keine andere Wahl. Und die Bombe schiebt jetzt tatsächlich Richtung A. Und Snacks schiebt er jetzt wirklich, verändert er wirklich den Spot? Nein, er bleibt erstmal am Dropper-Fenster stehen. Aber Doja wird sich hier mit der Smoke jetzt auch verraten. Also... Vielleicht will er genau das. Oh, er läuft wieder zurück. Was ein Move. Das ist clever. Denn jetzt kommt da die Smoke. Oh nein, Snacks kann das nicht ahnen. Kann er nicht ahnen. Nein. Er kann das nicht ahnen. Das darf nicht wahr sein. Snacks, das kannst du uns nicht erzählen, dass du das riechst. Woher? Wieso? Oh mein Gott. Aber er hat's halt echt abgezielt. Wow! Wow, ist halt krass. Das hat ist er mit, halt. Also er hat offensichtlich mitbekommen, dass das die. Hat der Mu da irgendwie nochmal gesehen oder so? Ich vorher? Weiß es nicht. Aber er hat eigentlich keinen Spieler sehen. Bei ihm hat es instant Klick gemacht. Er, so als die Smoke gekommen ist, hat Snacks, so, anstatt zur Smoke zu gucken, hat er sich sofort umgedreht, hat Richtung B geschaut. Vielleicht war sein Gedankengang ein anderer, dass er gebacksteppt wird und dass er das abzielen möchte. Dass er sich also erst um den A-Spot kümmert, wenn er die Gefahr von hinten gebannt hat. Könnte halt wirklich sein. Oder er hat halt diesen hohen Smoke-Winkel gesehen und hat gesehen, dass die von ganz hinten geworfen ja. wurde. Und hat das sofort als Smoke als wow, das wäre halt, das ist halt krass. Also wäre ultra sick. Egal wie, es hat immer einen Sinn. Wie wir uns jetzt das Ganze gereimt haben. Aber sie haben die Runde trotzdem verloren. Ja, ist richtig. Aber irgendwie möchte ich, dass er das erkannt hat. Ja. Jetzt hat Pascha halt wieder nicht richtig an der Kante gestanden, aber Neo ist dafür vor. Oh, der kriegt den Doppelkill mit der 5-7. Mit der Smoke im Rücken. Ah, schade, dass der Flick nicht gesessen hat. Die Aktion an sich hätte da schon belohnt werden dürfen, aber ich meine, man hat 2 Kills gemacht. Hat man auch 3 Spieler verloren. Jetzt wird die AWP noch nach oben gedroppt. Ob sie da wirklich weg ist? Ich glaube nicht. Ich meine, ich habe da noch was fallen hören. Gut, der Asport ist eingenommen. Die Runde sehe ich hier eigentlich nicht in Gefahr für Gambit Gaming. Da geht es für Tess und Bialy eigentlich nur noch darum, ja, vielleicht sich hinten die Waffen noch zu schnappen an der Titanic, aber Tess ist gar nicht in der Nähe. Auch hier vielleicht spielt er die Smoke nochmal aus. Einmal durch die Smoke pushen. Aber er wird auch abgezielt von Hobbit, der hier eigentlich mit einem Winkel 2 Möglichkeiten abdeckt. Ja, da zieht man sich dann auch zurück. Da sollte man hundertprozentig jetzt vorgehen und an Titanic versuchen, diese Waffen zu bekommen. Jali hat die AWP. Pascha hatte eine Awe? Hat er gesaved? Nein, hat er nicht. Könnte unter Umständen sein, dass die... Oh, sie haben runtergekauft. Meinst du, hat die gekauft? Ja, ja, die haben kein Geld. Tess wurde auch schon. Tess hat 100 Dollar. Hatte sie links da irgendwo gespottet oder so? Ja. Hat sie schon links gesehen. Sie ist tatsächlich runtergepurzelt. Mhm. Jetzt kann er natürlich Titanic anzielen. Also gehen beide ins Eck. Ups. Warum kein Türmchen? Nein, aber, gut, aber da kommt ja keiner ran und sie. Ja. Okay. 9. Runde. Gambit Gaming. 9 zu 4. Und damit noch 2 Runden zu spielen.
Und das wird Virtus Pro jetzt natürlich in Geldproblem schicken. Also Virtus Pro wird hier bis zum Ende durchforcen. Das sind 3 Force-Runden am Stück. Und die 2 gesaveten AWPs, die müssen halt jetzt richtig Schaden machen. Das einen kann er wenigstens mitnehmen, hat sich die CZ an sich gelohnt. Diesmal natürlich ohne AWP, weil man hier diese schnellere Runde spielen wollte. Neo wollte rauspushen, es sieht so aus, als ob sie ganz gut vorankommen. Und Gambit hat sich noch nicht committed. Das heißt, sie können sich überlegen, eventuell neu aufzubauen, sich neu zu formieren. Oder vielleicht sogar komplett nochmal zu verschieben. Aber so oder so müssen sie jetzt hier nicht überhasten. Haben noch genug Zeit. Bialy geht offensiv auf B. Es sieht so aus, als ob Virtus Pro den Köder hier nicht schluckt. Und 2 ABBs da hinten stehen, beide aber angeschossen. Also es hängt alles vom Tempo und natürlich auch ein bisschen von den richtigen Winkeln ab da bei Gambit. Und wenn sie jetzt zu langsam agieren, kann es sein, dass sie Bialy im Rücken haben. Ich denke, das Schlimmste, was Gambit passieren könnte, ist, dass sie den Go spielen und Bialy genau in dem Moment kommt. Weil noch könnte unter Umständen jemand abziehen. Aber wenn es gleich losgeht, dann kommt Bialy genau richtig. Der wartet jetzt natürlich ab. Denn es ist noch kein Go da. Also bleibt er an der Wand stehen. Und in dem Moment, wo halt die Granaten fliegen oder sich der erste Spieler zeigt, wird er nach vorne gehen. Und das ist jetzt der Fall. Snakes mit dem Kill. Bialy bewegt sich, aber Snakes kann gerefragt werden. Und jetzt muss natürlich Pascha versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Schöner fliegt dagegen Hobbit. Er weiß, dass die Spieler an der Seite durch. Der holt auch noch Zeus. One on two. Adrian legt erstmal die Bombe. Kann Adrian das hier noch ausspielen? Vielleicht rettet hier sogar Pascha den Tag. Aber da hat er wieder verschossen. Adrian schnappt sich dann Bialy. Und Adrian, da passt der Spray nicht ganz. Und er macht's nicht. Pascha holt es. Schön gespielt von Pascha. Auch wenn er am Ende 2-mal verschossen hat. Beim 3. Versuch holt er den letzten Kill. 9-5. Aber man sieht das Kopfschütteln. Virtus Pro ist nicht zufrieden mit dieser CT-Seite. Ja, das hätte natürlich gut schief gehen können. Pascha musste da mächtig aufräumen. Ich frage mich, warum Adrian nicht einfach nach vorne geht. Denn er hat halt Angst vor der Sache gehabt. Pascha hat sich einfach die ganze Zeit unten drunter geduckt. Und hätte Adrian einfach 2 Steps nach vorne gemacht, hätte er gute Chancen gehabt, der Pascha vielleicht sogar einfach zu erwischen beim Reloaden, also beim Nachscopen quasi. Ja. Beim Cyclen sozusagen. Aber naja, gut. Pascha hat so die Gelegenheit bekommen, noch ein 3. Mal zu schießen. Und für diese Runde hat man sich offensichtlich hier einen, ich würde sagen, einen Split ausgesucht. Nein, erstmal einen Dropper mit Stress. Hobbit, schöner Shot. Neo Free Frag gegen. Aber Virtus Pro hat keine Infos, was daraus werden soll. Ja. Na, der zweite Spieler am Dropper ist gar nicht runtergesprungen. Der hat von oben sein Equipment reingeworfen. Aber dieser Fight am Dropper bedeutet für Virtus Pro jetzt natürlich auch, dass sie den Fokus am Dropper erhöhen. Und das verkürzt natürlich den Verschiebeweg von B Richtung A. Und hier steht jetzt als Snakes bereit. Einen durchlaufen lassen. Wow, schön reagiert von ihm. Kill Nummer 2 gegen Zeus. Ebenfalls gemacht. Wow, Snakes ist einfach... Das ist das Problem. Ja. Du kannst Virtus Pro faken, aber auf dem A-Spot kann es halt sein, dass Pascha sie trotzdem auseinander nimmt. Und dann Überraschung, Überraschung. Adrian plötzlich aus dem Nichts geschossen. Kommt man in die Bombe. Da unten ist der Kopf. Die Frage ist gut, ob sie rankommen. Oder ist schon so dicht dran. Adrian nimmt sie auseinander. Dieser Move Richtung Connector. Und dann einfach mal kurz die Schiebe auseinandergenommen. Also mit 10-5. Er musste gerade quasi alle anderen killen, um Snakes irgendwie zu isolieren und ihn dann von 2 Seiten angreifen zu können. Das war auf jeden Fall Adrians Runde. Sau stark. Ah, hier sehen wir es. Ach, die verdammte Tag 9. Ja, oh, sie ist ja an. Sie ist einfach AIDS. Ja. Dass er da einfach stehen mit der Piste und volle Kanone Dauerfeuer auf die Kante anhalten kann. Und dann trifft der erste Schuss. Ja, da haben wir es nochmal 10-5 zur Halbzeit. Es geht ja immer noch um den Einzug in die Playoffs. Wer folgt Astralis ins Viertelfinale der Dreamhack Masters Las Vegas 2017. Ja, und Virtus Pro in der Bredouille, aber schreib sie nicht ab. Schreib sie niemals ab.
Aber ich war, meine ich, immer überzeugt oder mehr überzeugt von ihrer CT-Seite als von ihrer T-Seite. Zumindest in vergangenen Events. Das hat sich jetzt hier gestern gegen die Renegades jetzt auch nicht unbedingt bewahrheitet. Ah, Snacks. Jetzt kommt natürlich auch der Moment, wo Snacks viel mehr eingreifen kann. Sie haben es, ja. Gambit hat es ganz gut geschafft, ihn aus dem Spiel zu halten. Mhm. Er ist einfach essentiell für die CT-Seite, vor allem von Virtus Pros Cobble. Und Gambit hat es einfach extrem gut gemacht, ihm so wenig Chancen wie möglich zu geben. Dieses ständige, dass er nicht rechtzeitig da war, weil seine Mates schon auseinandergenommen worden sind. Wie oft er Waffen gesaved hat. Mhm. Auf dem A-Spot haben sie ihn jetzt eben so schön eingekesselt. Das ist für Snacks, glaube ich, eine sehr unangenehme Partie. Ja. Weil er einfach da steht und er ist es gewohnt und Virtus Pro ist es gewohnt, dass Snacks viel rausreißt. Und sie lassen ihn einfach da vergammeln. Aber das haben sie extrem. Das ist, glaube ich, Vorbereitung. Das auch. Ist die große Kunst gewesen. Oh, da hat er sich mächtig geschätzt. Und ist der Virtus Pro Train im vollen Gange? Neo, Bialy. Spot ist frei. Und die einzige Hoffnung ist Zeus. Nummer 1. 9 Schuss noch. Egal. leider keinen Kopf mehr. Einmal den Sensenmann ausgepackt. Hobbit kommt die Rampe hoch. Aha, ein Spieler gesehen, aber nicht die Gelegenheit gehabt, um zu schießen. Verrät sich da zumindest nicht. Bialy dann nochmal von der Seite. Die Position von Zeus also eingenommen. 6-10. Zumindest die Pistol Round bei Virtus Pro funktioniert. Und damit könnten sie hier, wenn sie das jetzt durchziehen, auf ein 8-10 kommen. Mal sehen, ob Virtus Pro hier in den Force-Buy geht. So halb. Doja und Adrian haben den Force-Buy durchgezogen. Ja, also da wird man auf jeden Fall doppelt sparen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also auch richtig, dass man Equipment hat. Außer man gewinnt das Ding hier jetzt. Ja gut, das kann natürlich immer passieren. Wissen wir ja. Interessant ist, wo das Pro so viele AKs gekauft hat. Ja, nur eine SMG dabei in der Runde. Das entspricht nicht der aktuellen Meta. Und die eine SMG hat man wenigstens für einen Dropper eingesetzt. Ja. Das heißt, da ist er ein bisschen flexibler, auch ein bisschen mobiler. Kann zum Beispiel sowas machen, das schön reinhüpfen. Ah, Snacks wird aber trotzdem übermannt. Und ich denke, jetzt kann die volle Attacke von der anderen Seite kommen. Man kann sich vernünftig abswalken und dann schön mit dem Rücken zur Wand die AKs ausnutzen. Aber Adrian hat noch einen Track gemacht. Aber sie sind halt am Spot. In dem Moment, wo die Bombe liegt, wird der Retake halt unmöglich. Weil sie haben keine Granaten, um sich irgendwie rauszuflashen. Auch keine Smokes, um sich irgendeinen Weg zu erarbeiten. Und ihr seht, Hobbit schnappt sich dann nur die CZ und Sayonara, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So zumindest der Plan. Also, Virtus Pro, eine AK verloren. Im besten Fall kann Tess die jetzt gleich noch upgraden, denn hier vor Neo liegt noch die von Pascha gedroppt. Ah, guck mal, er kriegt sie sogar hingeworfen. Neo ist halt ein richtiger Mate. 5 Freunde müsst ihr sein. Und kein anderes Team verkörpert das, glaube ich, so wie Virtus Pro. Das war auch die Gambit-Jungs. Jetzt schon eine ganze Weile mit dem Lineup unterwegs und natürlich auch immer wieder mit guten Ergebnissen. Die kleineren Turniere gewinnen sie recht deutlich. Und jetzt auch im Tier 1-Bereich immer wieder mit schönen, guten Ergebnissen. Ja, sie sind auf einem richtig guten Weg. Einmal muss man dann noch durch. Hobbit hofft vielleicht, dass er die UMP nochmal zum Einsatz bekommt. Jeder UMP-Frag ist natürlich sehr angenehm, weil er extra Geld gibt. Und bei Virtus Pro eher das Standardspiel. Pascha stresst ein bisschen auf dem B-Spot, guckt, ob er eine Reaktion bekommt, vielleicht kriegt er eine Info. Kann dann später auch nochmal versuchen, einen kleinen Blick zu riskieren, aber immer schön auf Longrange bleiben, gerade auch, weil sie wieder Cars haben. Snacks wieder mit der UMP, wahrscheinlich wird Bialy ihn dort unten absetzen im Dropper. Und dann kann man überlegen, ob man vielleicht wieder Richtung A geht, mit der gleichen Aktion in Grün. Bisschen Backup schadet auf jeden Fall nicht. Und Zeus im Kistengang gewinnt gegen Neo. Und das ist eine AK, die ihm da in die Hände fällt. Neo sollte alleine rumspielen. Hobbit unten mit der Ump, die natürlich im Nahkampf fast ein Rifle ist. Und das könnte unter Umständen jetzt ganz schön auseinanderbrechen bei Virtus Pro. Bialy, Pascha.
Noch nicht ganz. Viali und Pascha mit den Frags. Pascha geht auch weiter vor. Können wir jetzt ja am Stein den wichtigen machen, aber Zeus mit einem Doppelkill. Und wir haben die 1-gegen-2-Situation für Viali. Der steht oben an der Titanic. Und sucht sich natürlich hier erstmal ein One-on-One. Aber in dem Moment, wo er die Treppe verlässt, könnten sie beide rumziehen. Deswegen, er muss hier noch ein bisschen Geduld beweisen. Muss auf den Fehler von Hobbit oder Zeus hoffen. Aber die spielen das erstmal gut. Viali ist jetzt aber vom Jumper runtergekommen und dann zieht Hobbit rum. Die Runde geht also an Gambit Gaming. 11-7. Und er hat die UMP ziemlich viel Schaden gemacht. Und vor allem dieses eine Duell am Seitengang, wo die AK dann in die Hände gefallen ist. Das war... Ja, das war, ja, das war Zeus. Das war Zeus, der mit dieser geklauten AK dann den Hauptschaden gemacht hat und die Runde nochmal halbwegs sichergestellt hat. Starke Shots von ihm. Schön ausgespielt. Das zur Abwechslung mal nicht irgendwie wirklich Pisse gewesen, auch wenn natürlich Zeus da ziemlich viel Schaden gemacht hat. Es geht rauf Richtung B-Spot. Das ist Virtus Bros Lieblings-Go. Diese Smoke-Wand hier. Und dann hüpft er nochmal in den Spray rein. Hat nicht realisiert, wo er die vier Schüsse herkam. Hobbit war sogar oben drüber geboostet, beziehungsweise konnte ein bisschen über die Smoke schauen. Oh, schön von Hobbit. Starkes Aiming. Crosshair zurück auf den Gegner. Headshot und Hit. So darf das eigentlich immer aussehen. Man sich auch könnte. Das, die beiden wollen nicht fallen. Viali, da muss er aber schon, da muss er schon zaubern. Damage. Alle low geschossen, aber keiner will umfallen. Das ist halt übel für Virtus. Aber sie haben den Bombenplant. Gerade mal nach dem Geld schauen. Ich glaube auch, dass ein Bombenplant wird das nicht reichen, um zu kaufen. Eine Eco muss daher. Also, Virtus Pro. Jetzt schon mal ein bisschen in die Defensive gedrängt worden. Das heißt, auch ihr B-Rush funktioniert nicht. Einfach weil Gambit die Ruhe bewahrt in der Situation. Nicht irgendwie blind durchpusht oder versucht mit Gegenflashes allzu viel zu machen. Sondern sie warten ab. Wenn die Smokes weg sind, haben sie wieder einen freien Blick. Und sie konnten ja davor schon sehr viel Schaden machen. Oh, der Molotov eigentlich ein bisschen zu weit. Zeus muss sich hier wehren. Er kriegt 2 und 3. Schöner Spraydown. Bombe droppt auch noch in seine Richtung. Viali und Snacks, die gönnen sich erstmal eine Dosis X-God im Dropper. Eine Dosis X-God? Eine Dosis X-God. Eine Dosis. Ja, also Zeus hätte man da unter Umständen schon haben können, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Da ist genug Zeit gewesen, um ihn zu picken, auch mit Aim Punch und allem drum und dran. Aber nun gut. So bleibt die AK in den Händen. Ich schau mal rechts bei Gambit. 4 AKs und eine AWP. Wir haben jetzt 9 AKs im Gefecht quasi. Das sieht sehr, sehr eigenartig aus. Kurios. Außerdem sind da noch 2 Tech-9s im Gepäck bei Gambit. Und keine bei Virtus. Ja. Na gut, also. Die Nate. Ja, die waren nicht schlecht gedacht. Der Spray ging auch nur knapp vorbei. Und da unten war der Schuss. Schade, dass wir ihn nicht gesehen haben, aber ich denke, der war klar, dass Modin trifft. Neo ist ihm ein bisschen unvorsichtig einfach reingelaufen. Jetzt kommt die Attacke über den Kistengang. Mal gucken, ob die beiden da gegenhalten können. Oh, wieder so weit. Mo. Was ist das für ein Molly? Ja, das ist eigentlich, ich gehe mal in Deckung, Molly. Aber das hilft ihm halt nicht weiter. Aber Virtus Pro zieht sich einfach zurück und den Vorteil mit. Man kann sich jetzt überlegen, da komplett auf den anderen Spot zu verschieben. Ups. Oh, das hat Adrian gesehen. Das hat Adrian gesehen und das ist jetzt natürlich ein Zeichen auch für Adrian hier zu verschieben. Man lässt jetzt einfach Mo mit der AWP im Seitengang stehen. Ich glaube, sie schieben beide rüber. Es sind ja nur noch 40 Sekunden. Jetzt komplett zu rotieren oder sich jetzt halt zu splitten, würde nicht unbedingt Sinn ergeben auf Seiten von Virtus Pro. Oh, das ist es halt. Gambit steht komplett am Spot bereit und Virtus Pro, die haben hier ein 4 gegen 4 und die machen nochmal ein Fake draus. Die machen nochmal ein Fake draus, wie sie sich gegenseitig ausspielen. Und jetzt ist Gambit halt out of position, um den A-Spot einzunehmen. Und die haben nur noch eine Flash, die gerade raus ist und eine Smoke. Und Mo, zu spät. Die Bombe ist am Spot. Die Bombe läuft unten. Die Bombe läuft unten. 7 Sekunden, aber sie ist noch da. Und das reicht. Hätte er Tess gekillt, wäre die Sache vorbei gewesen. Junge, war das risky, da unten lang zu laufen und die Bombe mitzunehmen. Ja. Ist es wirklich der riskante Weg?
zu der Zeit vielleicht schon, aber an sich ist es ja vielleicht besser. Du an sich ist es der weniger riskante Weg, je nachdem, wo du mehr Spieler hast, natürlich. Also es ist schon vielleicht sogar besser gespielt in der Situation, weil er hatte ja noch Backup. Aber du hast halt einfach du hast einfach keine Zeit mehr und du kannst dann nur hinten rumlaufen, also über dieses kleine Loch. Du könntest aber, wenn du unter Zeitdruck gerätst, kannst du die Bombe von der anderen Seite früher legen. Ja. Kannst sie einfach hinter dem Häuschen legen. Ja. Einzige Risiko ist, dass man halt dabei dann oben gepickt wird beim Crossen. Mhm. Ja, aber gut. Ganz knappe Kiste. Wirklich zeitlich extrem dünn. Aber es hat funktioniert und Gambit, wir haben es gesehen, die haben nicht ansatzweise damit gerechnet, dass da nochmal rübergeschoben wird. So, das finde ich jetzt geil. Zeus. Mit der Mac 7. Obwohl er jede Menge Geld hätte, um sich auch eine Rifle zu kaufen. Das ist komplette Absicht. Und die Waffe ist hier auf Cobblestone halt auch so stark einsetzbar. Auch im Kistengang. Das ist eine sehr passende Position dafür, weil man so richtig schön klar definierte Kanten hat, wo der Gegner eigentlich nur aus einer Position kommt. Und da ist es fast leichter, ihn mit der Pumpgun zu killen, als mit der Rifle. Haben wir auch hier von Hobbit gesehen, diese neue Kante hinten. Also die Kante an sich ist nicht neu, aber die Deckung ist eher geboten. Kann man natürlich auch nutzen, um von dort aus Richtung Titanic-Ausgang anzuzielen. Aber Hobbit will es jetzt doch nochmal wissen, lässt sich kurz einmal vorflashen. Da ist jemand ans Holz hochgeboostet worden. Aber Virtus Pro wartet nur ab, ob jemand an der Titanic nach vorne pusht. Und da droppt auch ziemlich viel und da wird Hobbit dann doch überrascht. Und das ist natürlich das Go-Zeichen, da sieht man direkt mit Dozier. Er hat damit gerechnet, dass er gedeckt ist. Auch wenn Adrian schön Headshot ist, Adrian zum zweiten nochmal nachgedeppt. Super starker Shot. Ist es genug, um die Runde nochmal aufzumachen? Mo huscht in die Smoke zurück nach seinem Kill. Und es sind noch 45 Sekunden, also Zeitprobleme wird das Bro wahrscheinlich nicht bekommen. Max, Mo mit dem Refrag. Es könnte sein, dass Edwin hier wirklich den Unterschied gemacht hat. 1-1 für die Arve. Und Tess darf hier keinen Fehltritt machen. Shoulder Peak. Noch ein Shoulder Peak. Wo ist die AWP? Mo weiß noch, dass er Boden ist. Oh, man muss so geduldig sein, er hat kein Kit. Genau auf Ellenbogenhöhe. Was will er machen? Tess zeigt sich nicht. Peakt. Jetzt hat er ihn gesehen. Reicht nicht. Kein Hit. Na, muss ja Nahkampf. No Scope. Und Tess muss jetzt einfach weit rausziehen oder so. Läuft ihn immer noch aus. Ah, das ist der Pole Dance. Aber Tess hat da wirklich die maximale Geduld gehabt gegen die Arve. Der sieht auch aus, als würde er das jeden Tag machen. An der Stange tanzen. Schaut euch den zweiten hier an. Achtung. Der ist halt... Wow. Er ist halt richtig schön. Also Adrian haut richtige Bretter hier raus. Ja. Auf der anderen Seite ist das nicht ganz mit Roger angekommen, dass er ihm da gerade den Rücken nicht mehr deckt. Ja, das war ein bisschen Misskommunikation. Polen Dance. Nice. I like. Wortspiel per excellence. Tja, das Geld bei Gambit wird langsam dann doch knapp. Ja. Doja nur an der UMP. Und Virtus Pro spielen halt auch nicht schnell. Im Alter geht halt alles ein bisschen langsamer. Und Pascha zielt erstmal an, ob da jemand durch die Smoke läuft. Und das hat natürlich, das haben wir eben auch gesehen, aufs Holz hochgeboostet, abgewartet, ob jemand vorkommt. Dann haben sie Hobbit schnell bekommen, daraus den Go gespielt. Also das war schön explosiv in der letzten Runde. Und das ist halt auch ein Virtus Pro, das viele verschiedene Arten von Counter-Strike einfach spielen kann. Dozier. Das ist mit der UMP. Backup ist da, der kriegt sogar den Doppelkill. Aber Adrian hat's erwischt. Wichtig ist aber, dass sie Druck hier weg haben. Und jetzt sollte der Go über die Titanic kommen. Hobbit, jawohl, der Überraschungseffekt ist gelungen, hat er mal einen gepickt und dann werden sie zusammengeschossen auf dem offenen Feld. Tiefes Durchatmen bei Dose und er hat gute Arbeit geleistet im Dropper. Das mit dem Durchatmen macht er immer. Lass mich doch trotzdem für den Spannungseffekt das Ganze so betonen. Du gemeiner Fiesling. Was? Seine Unterstellung.
Doja mit seiner UMP halt den Main Damage gemacht. Und auch wieder hier eine gepickte AK, die halt viel Schaden machen kann. Ist das hier ein Timeout? Es könnte eine taktische Pause sein. Timeout sein. Gut möglich. Weil wir haben jetzt auch schon Runde Nummer 14 für Virtus Pro. Ja, für VPs für Gambit natürlich. Für VPs ist jetzt echt übel. Ja. Also, da ist jetzt nicht so mit den Zug ins Laufen bringen, sondern es muss jetzt funktionieren. Die nächsten Runden müssen jetzt her. Vielleicht haben sie noch einen Plan, was sie da vielleicht ändern könnten. Ich traue Virtus Pro das so. Wie gesagt, wir erinnern einfach immer wieder daran, man darf die Polen niemals abschreiben. Die Jungs sind immer in der Lage, sich noch zu fangen. Und gerade so ein Timeout, der kann da manchmal Wunder bewirken. Mhm. Und das wissen die Jungs und Gambit, deswegen wirklich großes Diskutieren, was man da als nächstes spielt, worauf man achten muss. Man hat, also es sind 14-9, das sind immerhin 5 Runden Puffer, aber Gambit hat jetzt auch nicht unbedingt dieses Geldpolster, um sich jetzt eine verlorene Runde komplett so leisten zu können. Also es ist eigentlich so ein Moment, wo man sagt, es geht jetzt für Gambit um alles oder nichts, obwohl sie in Führung sind. Wenn sie die Runde hier jetzt gewinnen, dann glaube ich, dass sie das machen können. Wenn Virtus Pro nach dem Timeout hier jetzt ein Mittel gefunden hat, um solide die Runde zu holen, dann wird es für Gambit hier nochmal richtig schwer. Auch wenn das jetzt gerade vom Rundenstand her nicht danach aussieht. Ja, und willkommen im Zug. Der Zug nach B-Spot. Leo tackert das schon mal durch und Adrian fängt schon wieder an auszurasten. Da links der Weg Richtung Spot. Jawohl, er holt ihn. Die Bombe ist down. Adrian, da war so viel Smoke zwischen. Aber es ist egal offensichtlich. Nur noch das im 1 gegen 4. Konnte sich hinten Richtung Hinäuschen retten. Aber da sehen wir schon, sie vermuten ihn völlig zu Recht dort hinten sitzend. In Tess Haut möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht stecken. Die ist so wichtig. Keine Chance. Gambit hat wirklich sich so stark verbessert, seit Zeus im Lineup ist. Seitdem sehen wir so gute Entscheidungen. Alle Spieler scheinen sich wohl zu fühlen, auch was das Aiming angeht. Wow, er hat ihn kurz durchhüpfen sehen. Was zur Hölle? Der holt 3 Leute durch die Smoke. Der muss die Gegner nicht mal sehen. Wow. Der kann den Monitor auch direkt ausmachen. Übel. Also, Adrian, ich hab's ganz am Anfang, ich hab's gestern schon mal gesagt, Adrian wird häufig unterschätzt in diesem Lineup. Ja, aber dieses Spiel hat er eskaliert. Wahnsinn. Ja. 24-9-13. Das ist gar nicht so viel. Ah, und 9 Assists auch. Aber das Ding ist, das sind 15 bis 24 Frags beim Team von Gambit. Das ist richtig nah beieinander. Aber wir hatten hier auf keiner Seite wirklich einen Totalausfall zu verzeichnen. Und Adrian hat vor allem tierischen Impact gehabt mit seinen Shots. Ja. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einem Carry, mit so einer Carry-Show, die Nico gestern hingelegt hat. Aber es ist halt trotzdem schon, was er hier für Shots rausgehauen hat, lecker. Einfach nur lecker. Aber schauen wir mal. Denn es gibt nochmal eine Tech-9-Runde. Wir wissen alle, Tech-9-Aids tut weh. Hashtag Tech-9-Aids, Spread Awareness. Doja verschiebt nochmal direkt vor die Säule. Ich fand es eigentlich besser, wenn sie versucht haben, das Ganze von hier hinten zu lösen. Aber es soll ja den Dropper rausgehen. Jetzt gehen sie in den Connector rein. Ich weiß gar nicht genau, wo geht Virtus Pro denn gerade hin? Oh, das war nicht die Bombe. Nochmal ein bisschen Glück gehabt. Mo wechselt auf die M4. Immer noch ein Tour und Tour. Und Doja, der geht jetzt vorbei, hat das Ganze laut gemacht. Und rechnet nicht damit, dass noch jemand in seinem Rücken steht. Snakes kommt da nochmal durch. Mo gewinnt das jetzt ein 1 gegen 1. Nochmal der Wechsel auf die AWP. Die Bombe ist gelegt, aber der Laufweg von Pascha ist halt top. Und er ist echt weg. Und er ist weg. Aber liegt die Bombe noch für ihn? Jetzt hat er wieder einen Winkel und Pascha macht es. They talk about his Laufwege. Boah, Pascha. Was eine Runde. Der hat aber wirklich, das war wirklich ballsy, da nochmal durchzuschleichen Richtung kleines Häuschen und dann wirklich durch dieses Loch nochmal Richtung Connector abzubiegen. Wenn er in diesem Loch erwischt wird, ja, kann er nichts machen. Oder irgendwo auf dem Weg, da ist er schon fast tot. Also, gucken wir mal. Zeus wieder an der Next 7. Wir sehen nur eine Galil bei Neo.
zeigt uns also, dass das Geld bei Virtus Pro echt nicht so pralle war in dieser Runde, obwohl sie gewonnen hatten. Virtus jetzt doch mehr auf A konzentriert. Das ist irgendwie gefährlich. Oh, ein Hobbit. Wo hat er denn dahin geschossen? Er zielt halt noch ein drittes Mal an. Und er kann halt ansagen, dass da noch mehr unterwegs ist. Die Waffe wird nochmal rübergeschickt. Adrian, das war... Naja, es war ein harter Gamble, den Neo dort eingegangen ist. Ja, die unten in den Dropper. Ich denke mal, dass das irgendjemand gehört haben sollte. Schönes Teil von Dosia. Also wirklich keine Chance für Biali zu reagieren. Hat seinen Kopf ein bisschen früher rausgeguckt, war sofort tot. 2 gegen 5. Wenn da nichts von Gambits Seite mächtig schief geht, sollte das funktionieren. Dosia hat noch die Joker-Position, weil 2 Spieler hinten am Boden abziehen. Egal wie blind er ist oder sonst was. Da wird komplett abgezielt. Pascha. Und Dosia muss nur warten, bis sie ihm vor die Linse laufen. Aber Pascha. Selbst 2 gute Shots, da ist es vorbei. 16 zu 10. Gambit wirklich überzeugend hier mit diesem Sieg gegen die Jungs von Virtus Pro. Und das ist die Qualifikation für die Playoffs. Ja. Herzlichen Glückwunsch, absolut verdient. Überragende Leistung. Es scheint bei ihnen wirklich mächtig bergauf zu gehen. Es ist halt auch nicht so, dass das jetzt ein Virtus Pro war, das komplett scheiße gespielt hat, sondern das war ein normales Virtus Pro, dass Gambit hier komplett unter Kontrolle hatte. Also das war kein glücklicher Tag, den man da erwischt hat. Das war einfach ein sehr grundsolides Spiel von Gambit Gaming. Und es fing schon auf ihrer T-Seite an, dass die Snakes einfach komplett aus dem Weg gegangen sind, so wie du es angesprochen hattest. Stark. Also einfach nur das, was ich von Gambit schon so ein bisschen erwartet habe, dass sie einfach in der Zeit, in der sie halt nicht Pro League spielen, weil sie sind ja...